Best of Swiss Gastro feiert Jubiläum. 5 Jahre sind seit der ersten Ausgabe des Publikumspreises vergangen. Ein Jubiläumsanlass, der verpflichtet und von der Branche mit Spannung erwartet wurde. Für diesen besonderen Anlass hat sich das Duo Tverenbold-Krumes ganz speziell ins Zeug gelegt. Also die Idee ist uns eigentlich gekommen oder vom Markt, wo gesagt habt, ihr habt ja ein Jubiläum, 5 Jahre. Dann haben wir gesagt, ja gut, 5 Jahre können wir was draus machen. Aus den 5 Jahren wurden 5 Köche, 5 Gänge. Und das haben wir uns dann eigentlich als Herausforderung auf die Fahne geschrieben, was Neues zu machen unter dem Thema 5. 5 Köche, 5 Gänge, 5 Jahre. Um keinen Preis wollten sich die 600 Gäste diesen Jubiläumsanlass entgehen lassen. 5 Gomio-Köche waren für das leibliche Wohl der anspruchsvollen Gäste verantwortlich. Die Küche gut schweizerisch und Wehrschaft. Keine Experimente, denn in der Halle sitzt die kritische Gastrobranche. Sicher ein bisschen Daily Business, aber ich glaube, in meinem hohen Alter und ich mit meinen grauen Haaren ist mir schon so weit, dass man zu dem stehen kann, was man kocht. Und an so Sachen für 600-700 Leute kochen wir eh Sachen, wo man ganz sicher ist, da tun wir sicher nichts Neues erfinden. Gut, aber denen soll es mal gut gehen. Ist ja richtig, ob wir recht zu essen kriegen. Und nein, es ist klar, es ist natürlich auch eine Herausforderung für uns. Einerseits und andererseits ist es auch eine Genugtuung, darf ich sagen. Wir sind auch stolz, dass wir das für unsere Berufskollegen machen können. Nicht immer verderben viele Köche den Brei. Neben der ausgezeichneten Küche und den Show-Acts zwischen den Gängen stand die Verleihung des Awards im Zentrum. Wer wird wohl eine der begehrten Pokale mit nach Hause nehmen? In 7 Kategorien wurden die besten Gastrobetriebe der Schweiz ausgezeichnet. Sowie der Gewinner über alle Kategorien, der Master. Der Sieger des letztjährigen Master-Titels blickt auf ein spannendes und erfülltes Jahr zurück. Es hat sehr grosse Resonanz gegeben. Wir haben sehr viel aus der Fachwelt, also von Sponsoren, die hier dabei sind, und natürlich auch von den Gästen, von Firmen angegangen worden. Es ist eine riesige Resonanz auf den Preis, den wir gewonnen haben. Also, ich würde Ihnen nur empfehlen, anmelden, mitmachen. Wenn ihr ein cooles Konzept habt, auf jeden Fall. Hier die Sieger der diesjährigen Preisverleihung, die mit einem coolen Konzept die Jury und das Publikum überzeugten. Der Sieger in der Kategorie heißt Wieses Rössli. Das Traditionshaus liegt am Fuß der Mythen, im Herzen des Kantonshauptortes Schwyz. Rösslis ist übrigens Volksmusiklegende Sepp Trütt. Der Pokal für die Auszeichnung Best of Swiss Gastro in der Kategorie Activity geht ins Engadin. Das Holzkreuz findet auf 2181 Metern über Meer in der wohl luxuriösesten Skihütte oberhalb von St. Moritz ein ehrenvolles Plätzchen. Der Sieger heißt El Paradiso. Das Restaurant Pur im Hotel Sedam Plaza in Pfäffikon räumt in der Kategorie Gourmet ab. Die Auszeichnung Best of Swiss Gastro in dieser Kategorie gehört zu den angesehenen und ist eine Klasse für sich. Der Winner in der Kategorie Bar und Nightlife heißt Woods. Traditionelles Namen Woods, weil das Thema heute im Woodband durch den 38. Move auf Schweizer unterwegs. Die Gückeli AG ist mein Takeaway von Grill. Natur, Nicht nur in der